Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ganz herzlichen Dank für die Einladung heute Abend. Es ist mir eine große Ehre, zum 50. von Medico hier den Festvortrag halten zu dürfen. Andererseits habe ich mir gedacht, 20 Minuten Festvortrag ist jetzt auch nicht so lang, trifft natürlich den Narzissmus des akademischen Selbstdarstellers. Dann habe ich wieder gedacht, naja, aber ich habe ja nicht Geburtstag, sondern die Organisation, kann mir also nichts wünschen. Naja, und dann habe ich mir gedacht, 20 Minuten, wie Herr Schramm schon gesagt hat, ist wahrscheinlich auch der Aufmerksamkeitsspanne des Publikums geschuldet, weil all die Enkel von Herrn Schramm sind ja heute nicht da, heute Abend, sondern die Großeltern. Erste Buh- und Pfui-Rufe, aber ich kann auch nach hinten abgehen nachher, das ist gar kein Problem. Dann sagte mir der freundliche Kollege Seibert, dem ich glaube ich hier zu verdanken habe, dass ich jetzt hier oben stehe. Ich habe heute Nachmittag ja, wie schon gehört, schon mal vorgetragen. Der Kollege Seibert sagte mir, kannst du ruhig dasselbe nochmal erzählen? Aber da hat dann der Professionsethos gesiegt, ja, und habe gesagt, nein, das tue ich nicht. Das mache ich nicht nochmal, aber das mit den 20 Minuten steht und ich sehe, dass ich die nutzen muss. Ich habe mir vorgestellt, ich wäre nicht auf dem 50. Geburtstag von Medico, sondern ich wäre auf der 50. Jahrestagung des Vereins wirtschaftswissenschaftlicher Ideologieproduzenten. Und ich muss das langsam sagen, weil wir eine Simultanübersetzung haben und ich die heute Nachmittag schon gequält habe. Und wenn ich da den Rechenschaftsbericht halten müsste über das abgelaufene Geschäftsjahr, würde ich sagen, wir waren mal wieder erfolgreich. Letztes Jahr haben wir mit unserer neoliberalen Wissenspolitik mal wieder einen Erfolg gelandet, nämlich ist es jetzt Allgemeinwissen geworden, dass die Ungleichheit in den Ländern größer wird und die Ungleichheit zwischen den Ländern kleiner. Weiß jeder. Jede und jede. Schalten Sie sich in eine x-beliebige abendliche Talkshow ein, schlagen Sie das Feuilleton der Qualitätspresse auf, gehen Sie auf soziologische Tagungen, vielleicht sogar auf soziologische Tagungen zu sozialer Ungleichheit, uns werden Ihnen alle erzählen und das Publikum wird nicken. Die Schere in den Gesellschaften geht auseinander und die Schere zwischen den Gesellschaften, die schließt sich. Es ist sogar von einer Konvergenz die Rede, von einem Aufholprozess der ärmeren Gesellschaften dieser Welt und einer Konvergenz. Und das Ganze findet seine bildhafte Zuspitzung in der sogenannten Elefantenkurve. Und ich weiß nicht, wer die kennt. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie hier heranprojiziere. Und dann dachte ich, nein, ich möchte nicht an der neoliberalen Wissenspolitik teilnehmen und Ihnen dieses Bild gar nicht ins Hirn brennen. Deswegen mache ich es jetzt mal so. Die Elefantenkurve hat die Form eines Elefanten, also die Silhouette eines Elefanten, ja, mit sozusagen Schwanz und dann dem großen Buckel und dem Kleinkopf. Und dann geht der Rüssel runter und am Ende stellt sich der Rüssel auf. Und das symbolisiert für die Schulökonomik mittlerweile die Veränderung der weltweiten Einkommensverhältnisse in den letzten 20 Jahren. Also in der Hochzeit der Globalisierung, 1988 bis 2008, da gibt es Daten aus 100 Ländern, Haushaltsdaten, also aus privaten Haushalten zu den verfügbaren Einkommen. Und diese Daten, die Veränderung der verfügbaren Einkommen in diesen Ländern, die wird abgetragen in einer Kurve. Das heißt also mehr oder weniger Zuwachs der Einkommen in den letzten 20, 25 Jahren. Und das wird dann auf der horizontalen Achse wird abgetragen von den ärmsten Prozenten der Weltbevölkerung hin zu den reichsten. Also das ärmste 1%, das ärmste 10%, Dezil heißt das in der Fachsprache, und dann hoch bis zum reichsten Dezil und zum reichsten Prozent. Und die Veränderung der verfügbaren Einkommen in den Welthaushalten in den letzten 20 Jahren war folgendermaßen: am meisten Zuwachs des Einkommens, des verfügbaren Einkommens, gab es zwischen dem vierten und dem fünften Weltdezil, also sozusagen die globale Mittelschicht hat gewonnen. Das sind die
wachsenden Mittelschichten, namentlich Indiens und namentlich Chinas. Gewonnen hat selbstverständlich auch das oberste 1% der Welteinkommensverteilung, also die Spitze des aufgestellten Rüssels. Und wer hat verloren? Das ist zwischen dem 7. und 8. Dezil, zwischen 70% und 80% der Reichsten der Welt. Das ist nämlich am unteren Ende des Rüssels, das sind die westlichen Mittelschichten. Und diese Geschichte, also veränderte Einkommensverteilung weltweit, die globalen Mittelschichten, die Mittelschichten des globalen Südens nehmen einen Aufstieg und holen auf und erreichen vielleicht fast sogar die Haushalte im Westen, in den westlichen Industriegesellschaften, die unten an dieser an unteren Schwelle des Rüssels sind. Diese Geschichte hat als Erklärung gedient in den letzten 2 Jahren. Sie werden es mitbekommen haben, beispielsweise des Wahlerfolgs von Donald Trump, des Aufstiegs des Rechtspopulismus in Europa, also zurückbleibende Mittelschichten im Westen gegenüber den aufsteigenden Mittelschichten im globalen Süden. Es wird in Anschlag gebracht für die Angst vor China, sozusagen als dem aufsteigenden Player in der Welt. Es wird in Anschlag gebracht für die Diagnose, die verbreitete Diagnose der Abstiegsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Und es steht auch hinter sogenannten linken Strategien, die dafür plädieren, eine stärker nationale Sozialprogrammatik wieder in den Vordergrund zu rücken, gegenüber entweder sogenannter Entwicklungshilfe oder einer liberalen Migrationspolitik. Dabei steht diese Elefantenkurve für ein wahres Diskursmanöver. Sie steht irgendwo zwischen Halbwahrheit, ist in jedem Fall zu interpretieren, irgendwo zwischen Halbwahrheit, Irreführung und Verlogenheit. Und damit steht sie stellvertretend und repräsentativ für eigentlich den gesamten Diskurs über globale soziale Ungleichheit in dieser Gesellschaft in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten. Und am Ende kommt natürlich raus, und Medico ist der Kämpfer, der dagegen hält. Hätte ich jetzt gar nicht, jetzt habe ich die Pointe vorweggenommen. Macht nichts, geht auch ohne Pointe. Warum ist das Wissenspolitik neoliberaler Art? Ich möchte nur 5 Hinweise geben. Erstens, es geht hier um relative Einkommenszuwächse. Also, und zwar in Kaufkraftparitäten, also jeweils den Lebensstandard der Gesellschaften in Anschlag gebracht, relativ zu der vorherigen Einkommensposition hat das verfügbare Einkommen in den globalen Mittelschichtshaushalten des Südens zugenommen und das in den Mittelschichtshaushalten der hochentwickelten westlichen Welt hat stagniert oder nur wenig zugenommen. In absoluten Größen stellt sich das natürlich völlig anders dar. Die absoluten Ungleichheiten, die absoluten Einkommensungleichheiten zwischen den Mittelschichten des globalen Südens und den Mittelschichten des Westens sind enorm. Die absoluten Ungleichheiten sind so groß, dass auch in Kaufkraftparitäten, also Purchasing Power Parities für die Übersetzerinnen, dass selbst so gemessen das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der reichsten Gesellschaft dieser Welt das 100-fache beträgt der ärmsten Gesellschaft. Also es gibt Zuwächse relativer Art. Wenn man es absolut misst, dann sind die geringen Zuwächse der westlichen Mittelschichten noch deutlich größer als die der Mittelschichten im globalen Süden. Zweitens, diese vermeintlich sich schließende Schere weltweit geht fast vollständig zurück auf das große Wirtschaftswachstum über 15 Jahre jetzt in China. Nicht, dass das aller Ehren wert wäre, insofern als Hunderte von Millionen Menschen über die absolute Armutsschwelle in China gehoben wurden. Aber wenn man China rausrechnet, hat sich an den Weltungleichheitsverhältnissen in den letzten 20 Jahren praktisch nichts geändert. Weltungleichheitsverhältnisse, die über 200 Jahre permanent gewachsen sind und die jetzt in den letzten 20 Jahren leicht sich abgeflacht haben, aufgrund des ja dann andererseits kritisierten Erfolges Chinas. Drittens, selbst so, also mit dieser, ich habe das gerade angedeutet mit meinen Handbewegungen, selbst mit dieser
leichten Bewegung hin zu einem Schließen der Schere, ist die Weltungleichheit, die Ungleichheit zwischen den ärmsten und den reichsten Gesellschaften dieser Welt, noch deutlich größer als die Ungleichheit in jeder einzelnen Nation dieser Welt. Und Sie wissen vielleicht, wenn Sie, und das ist in diesem Publikum hier wahrscheinlich, weltweit unterwegs waren, wissen Sie nicht nur von den Daten her, sondern auch von den konkreten Anschauungen her, wie groß die Ungleichheit, sagen wir, in Ländern wie Brasilien oder Südafrika ist. Und die Weltungleichheit liegt noch über diesen nationalen Ungleichheitsmaßen der ungleichsten Gesellschaften der Welt. Von Konvergenz kann keinerlei Rede sein. In dem Buch des Autoren, der dann die Elefantenkurve geschaffen hat, dieses Buch ist sehr lesenswert, weil der Autor benennt eigentlich auch alle Kritikpunkte selbst, kommt aber dann trotzdem zu gegenteiligen Schlüssen, die dann auch in die öffentliche Debatte bemerkenswerterweise dann einsickern. In dem Buch gibt es eine wunderschöne Darstellung, The Convergence Between China and the US. Die Konvergenz zwischen China und den Vereinigten Staaten. Da sind zwei Kurven abgebildet, oben Vereinigten Staaten, dümpeln so vor sich hin und dann kommt von unten die chinesische Kurve in den letzten 20 Jahren und fast erreichen sie sich im Jahr 2011. Und die obere Kurve ist das zweite Einkommensdezil der Vereinigten Staaten, also die 10-20% Ärmsten der Vereinigten Staaten. Man kann sagen, die obere Underclass der Vereinigten Staaten. Und von unten kommt das achte Dezil des urbanen China. Also die oberen Mittelschichten des urbanen China. Und wir wissen um die Ungleichheiten wiederum zwischen Stadt und Land in China. Also die oberen Mittelschichten des urbanen China konvergieren mit der Underclass der USA. Convergence between China and the US. Und der fünfte Punkt, und der ist natürlich der wichtigste, das sind alles Einkommensdaten. Das sind Haushaltspanels, die es nur für 100 Länder in der Welt gibt. Das heißt, es ist strukturell untererfasst, die Ungleichheit weltweit, weil die höchsten Einkommen werden von Haushaltspanels nicht erfasst und von den Ländern mit den niedrigsten Einkommen gibt es keine Haushaltspanels. Also die gesamte Grafik steht auf tönernen Füßen. Aber wenn wir jetzt von Einkommensgrößen weggehen, wenn wir uns alles, was sonst noch Lebenslagen und Lebenschancen von Menschen hierzulande und weltweit bestimmt, wenn wir uns das noch anschauen, also die Arbeitsbedingungen von denen, die über die Schwelle absoluter Armut gehoben wurden, die Umweltverhältnisse, unter denen Menschen in ärmeren Gesellschaften leben müssen, die Lebenserwartung, auch dort gibt es eine Konvergenz, ein Schließen der Schere, sagt uns der UN-Entwicklungsbericht, nur noch 30 Jahre durchschnittliche Lebenserwartungsunterschiede zwischen Zentralafrika und Kontinentaleuropa nach 20 Jahren der Konvergenz. 30 Jahre im Durchschnitt. Das heißt also, die Streuung ist auf beiden Seiten natürlich dann noch enorm. Die gesunde Lebenserwartung ist nochmal deutlich ungleicher zwischen Norden und Süden. Oder auch die sozialen Infrastrukturen, die man in Anspruch nehmen kann, wenn das Einkommen mal ausbleibt, also Gesundheit, Bildung, sämtliche Versorgungseinrichtungen, die wir mit dem zwar immer schmaler werdenden, aber doch noch existierenden Wohlfahrtsstaat hierzulande in Verbindung bringen. All das fehlt in weiten Teilen der Welt. Insofern, wenn die Elefantenkurve so eine Furore macht und mittlerweile es hierzulande fast Standardwissen ist, Common Wisdom, zu sagen, naja, warten wir noch ein bisschen und dann wird sich die Schere schon geschlossen haben, dann gehört es zu den Lebenslügen des westlichen Kapitalismus. Das gehört zu der Doppelmoral, die seit langem hier im Gange ist. Das gehört zu solchen Erzählungen wie der vom selbst geschaffenen Wohlstand im Rahmen des Wirtschaftswunders, in Anführungszeichen, was alles andere als ein Wunder war, das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, dass der auf deutscher Arbeit und deutschem Fleiß und schwäbischem mittelständischem Ingenieurswissen beruht habe. Es gehört zu der Erzählung der demokratischen Überlegenheit der europäischen Gesellschaften, in denen es eine funktionierende Demokratie gibt, die man auch Ländern in anderen Breitengraden gerne anempfiehlt als vorbildlich.
Dazu gehört auch die Erzählung der langen europäischen Friedensperiode. Was ist die große Leistung der Europäischen Union? Frieden für Europa. All diese Erzählungen haben eine andere Seite, eine dunkle Seite, nämlich die Auslagerung der Wohlstandsgesellschaften, die lagern Armut in andere Weltregionen aus, die Demokratien lagern Autoritarismus in andere Weltregionen aus. Der Frieden Europas ist der Unfrieden eines großen Teils des Restes der Welt. Dass diese Lebenslügen so gut funktionieren, hängt aber nicht nur mit Diskursproduzenten und Produzentinnen zusammen, mit bösen Thinktanks neoliberaler Provenienz, das auch, aber es hängt halt auch damit zusammen, dass man sie gerne glaubt. Jetzt darf ich hier in dem Raum natürlich nicht wir sagen, weil wir alle kritisches Publikum sind, die dem nicht auf den Leim gehen. Und ich sage es trotzdem, weil wir es gerne glauben wollen. Weil es eine sehr entlastende, erleichternde Erzählung ist und weil es es uns ermöglicht, und fühlen Sie sich bitte nicht zu nahe getreten, weil es uns ermöglicht, weiterhin indifferent und vielleicht sogar indolent zu sein, gleichgültig und schmerzbefreit gegenüber dem, was da draußen passiert, werden schon aufholen, wenn sie nur so werden wie wir. Diese 20 Minuten sind brutal. Ich ende mit ein paar Punkten, was denn nun tun? Erstens, Ideologiekritik war lange Zeit nicht mehr so gut beleumundet, täte aber wieder Not, und sehen Sie es mir nach und sehen Sie es als ein Akt der Ideologiekritik an, mal die Elefantenkurve umzudrehen und den Elefant von vorne aufzuzäumen. Zweitens, was anstehen würde, das kann ich jetzt nicht ausführen, aber gerne im Gespräch nachher, Kritik der Bedürfnisse, das heißt aber Kritik auch des Systems der Bedürfnisproduktion in den westlichen industriekapitalistischen Gesellschaften. Ich hätte gar nicht mit Zwischenapplaus gerechnet, bin aber auch gleich zu Ende. Drittens der konsequente und permanente Verweis auf das, was eine sozialphilosophische Kollegin, leider schon verstorben, Iris Marion Young aus den USA, Responsibility for Justice genannt hat, Verantwortung für Gerechtigkeit. Und die Idee ist, Menschen, Subjekte, wir, die wir in eine Struktur gestellt sind, von der wir willentlich oder gegen unseren Willen oder jedenfalls auch ohne unser Zutun permanent profitieren, also wir, die wir in eine Weltungleichheitsstruktur gestellt sind, von der wir permanent profitieren, auf der wir permanent auf der Gewinnerseite sind, haben nicht die moralische, die politische Verantwortung, diese Verhältnisse zu verändern. Oder die andere Seite davon ist, oder wir tragen die Verantwortung dafür, sie nicht zu verändern. Die politische Verantwortung. Und das vierte und letzte ist, was Not täte, neben Ideologiekritik, Kritik der Bedürfnisse, Verantwortung für Gerechtigkeit. Das vierte, und da kommt jetzt Medico ins Spiel meines Erachtens, ist das, und das ist so viel Marx muss sein, dass das dialektische Grundvertrauen, dass es zwar, wie dann später gesagt wurde, kein richtiges Leben im Falschen gibt, aber dass sich im Falschen durchaus doch schon der Keim des Richtigen findet. Ja, im Falschen selber gibt es schon, im Schoße der falschen Gesellschaft, gibt es schon den Keim des Richtigen, der richtigen Ideen und der richtigen Praktiken. Und diese Keime der richtigen Ideen und der richtigen Praktiken zu finden und sie beständig zu entfalten und deswegen im Falschen durch, und jetzt sage ich es nochmal Marx, konkrete Negation, ja, im Falschen dann doch wieder erwarten, das Richtige zu tun, das stünde auch an. Und ich denke, dafür steht auch im Rahmen seiner Möglichkeiten Medico. Und deswegen würde ich sagen, macht nur weiter so. Dankeschön.